Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt ein erfreuliches Ereignis in dieser Republik und dass ihr nicht zu viel seht, weil das ja schon am 5. Dezember 1976 ist, wo ich gerade bei den Let's Plays bin. Also es ist nach Folge 139, die ich jetzt am Wochenende reingeratzt habe. Wir kriegen einen neuen Bürger. Und dieser Bürger, der kennt sich super mit Fahrzeugen aus und hat gesagt, in der Kfz-Werkstatt. Da fühlt er sich wohl. Das wäre genau sein Ding. Und er hat gemeint, ansonsten so Bus reparieren und so. Bus wäre auch voll geil. Und das Tolle ist ja, dass unsere Werkstatt hier direkt verbunden ist mit dem Busdepot. Und da der sich so super auskennt, wird er die Reparaturen bei uns auf ein neues Niveau heben. Und deswegen ist es jetzt Abs Werkstatt. Und das ist die erste. Und natürlich braucht er zwei Werkstätten. Wenn in der einen mal nichts los ist, kann er in die andere rüberrennen. Das ist die Nummer 2. Und das kommt natürlich auch aufs Banner drauf. Wahrscheinlich habe ich die Knöpfe falsch rum verwendet. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich finde es cool. So, kopieren wir den nochmal. Machen wir ihn hier nochmal rein. Also er ist, glaube ich, irgendwo bei Let's Play 40 Grad rum. Aber er fand die Idee mit dem Einzug cool. Ich habe ihn angeschrieben. Moment, jetzt mache ich gerade irgendeinen Scheiß. So rum müsste doch passen. So. Also er fand die Idee cool, in die Stadt einzuziehen, fand er total. Ich habe ihm gesagt, schau mal an, die Einwohnerliste und so. Und ist es nicht vielleicht was für dich? Und er hat gesagt, ja klar, Werkstatt wäre voll sein Ding. Er ist voll der Mechaniker und so. Also hier kannst du dein Hobby Schrauben voll ausleben. Und wenn dir das nicht reicht, dann kannst du ja noch im Depot malochen. Oder beziehungsweise Endstation. Abhem Abs Endstation. Sehr schön. Aber da haben wir leider keinen Banner drüber. Trotzdem, sie gehört dir. Schön, dass du dabei bist. Und wer weiß, also wir haben jetzt noch Stellen frei. Also wir brauchen noch jemanden in der Feuerwehr. Ich habe gehört, Feuerwehr und Kfz-Mechaniker, die kommen mega bei den Frauen an. Wenn ihr Bock drauf habt, ja, schreibt mir einfach. Ihr dürft einziehen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.